Servus und hallo, willkommen wieder bei Infamous Second Son. Auf geht's natürlich jetzt hier in dieser Mission. Beziehungsweise zu der Mission. Dann ab zu den Neonkräften. Und dann mal hoffen, ne? Hey Mister, unterschreiben Sie unsere Oh lol. Petition gegen Drogen? Wenn wir dieses Gift nicht verbannen, enden unsere Batterie Kinder von alle in Dualshock ist fast leer. Ha? Ich Fetch hoffe, das reicht noch. Worte. Ihr Körper war von Drogen zerfressen. Und die So. Immer noch ein freies Land, Ärztin. Oh, Reg. Nope. Wusste nicht, dass du dran bist. Habe ich die Null gewählt? Die Menschen dürfen ihre Meinung äußern, und zwar ungestraft. Das war Selbstverteidigung, Mann. Die hatten Schilder und Flugblätter. Weißt du, wenn ich es mir recht überlege, würdest du viel weniger auffallen, wenn du am Neonschild des Restaurants wartest, okay? Sie wird sich dort bestimmt wieder aufladen, und du würdest dich nicht durch dumme Straßenprügeleien verraten. Die haben doch angefangen. Tu's einfach. Okay, ich brauche ein Versteck. Genau. Und das ist hier. Zack. Okay, das ist gut. Überwachung auf Permanent. Ich hoffe, ich schaffe das hier mit dem Neongedönse. Aber ich glaube, ich schon mal auf leicht verreckt. Beim Ostendurchlauf, glaube ich. Aber es ist ja relativ fair verteilt, sag ich jetzt mal. Mit den Respawn-Punkten und so weiter. Oh Mann, riecht das gut. Ach, warum habe ich den Dealern keine Kohle abgeknüpft? Geld, warum hast du mich? Sei mein Freund, liebes Geld. Komm zu mir. Lass uns Freunde sein. Überraschung. Nein! Bist du weg? Schau, kurzer Flashback. Ja. Bzz, bzz, bzz. Endlich schneller rennen. Schon wieder. Genau wie letztes Mal, Delzin. Konzentrier dich. Na? Oh, nein. Du entkommst mir nicht. Ich hab's jetzt drauf. Lichtgeschwindigkeit, Baby. So. Bam, badum, bam, bam, badum, bam. Kannst Wände hochlaufen? Ja. Wie abgefahren ist das denn? So, dann kommt da der Fight dann endlich. Ich glaube, ein bisschen was müssen wir noch hinterher heizen. Entscheidet auch keiner. Also bin ich auch schon noch hier auf die Entscheidung dann gespannt, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall könnte ich mir da fast auch denken, dass ich auf die Hilfe dann von denen bei der Endmission nicht hoffen brauche. Glaube ich. Alles sehen wir noch dann. Noch ist es eigentlich so weit. Habe. Bitte jetzt mal stehen hier. Die ist zu schnell. War das da echt so lange oder was? Weiß ich schon gar nicht mehr. Mei, oh mei. Lass mich einfach in Ruhe. Hä? Ah, jetzt dann. Ja, genau. Jetzt geht's gleich los hier. Round one, fight. Nein! Ach ja, den ganzen Schmarrn da alles absaugen hier. Mann, ey Kleine, du musst dich beruhigen, okay? Entspann dich. Du wirst mich nicht zum Halten bringen. Lass mich einfach in Ruhe. Mann. Die gute Nachricht, weniger Saft für Sie. Die schlechte Nachricht, ich bin nach.
Jobs, ne? Tja, hör auf, mich umbringen zu wollen. Dann können die Bierreklamen noch ein bisschen weiter leuchten. So, hier noch. Na, ich bin nicht mehr schwach. Jetzt nicht mehr. Ja, so, also 4. Da ist ja noch einer, ne? Ja. Scheiße. Dann halt so. Nochmal zu, ich gehöre nicht zu Augustin. Du bist einer von ihren scheiß Robotern. Wie oft muss ich noch... Warte, sind das echt Roboter? Ich will nur ein bisschen von deinen Kräften, sonst nichts. Lass mich einfach in Ruhe. So, wer war hier, ist alles dunkel. Das war klasse. So, also kurz dahinter. Hier, ne? Ja. Sehr schön. Ich weiß, dass ihr da seid. Überrascht mich. Hä? Oh, das mache ich jetzt öfter. Nein! Hä? Ich gehe nicht wieder zurück. Aufhören! Lass mich einfach in Ruhe! Mal kurz abwarten, genau, danke. Nein! Lass mich einfach in Ruhe! Mist. Na komm. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das lief doch ganz gut. Einmal Power-Up. Endlich wieder Erfahrungspunkte ausgeben, also Scherben, meine ich. Als ich klein war, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zu denen gehören würde. Meine Kräfte waren eine Überraschung. Meine Eltern haben mich gemeldet. Überraschung. Sie wussten, was die Regierung mit mir anstellen würde. Und sie taten es trotzdem. Ich wusste nicht weiter. Ja, ja. Aber mein Bruder Brent schnappte sich unsere Jacken und wir rannten weg. Das waren harte Zeiten auf der Straße. Wir reisten von Stadt zu Stadt, ganz auf uns gestellt. Dann trafen wir die Dealer und, Mann, die gaben uns Stoff. Auf die Entscheidung vor allem bin ich jetzt mal gespannt, Drogen, die ich da machen kann. Die Drogen waren himmlisch. Aber dann wollten wir immer mehr. Der Entzug war der Horror. Wir wollten immer den nächsten Schuss. Und wenn du deinen Stoff verlierst, wenn du denkst, dass dich jemand beklaut hat, die Drogen, die Dealer, die lassen dich Dinge tun, die... Ja. Oh Gott, Brent. Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Die Regierung nahm mich kurz darauf fest. Aber das war kein normales Gefängnis. Ich lernte dort zu schießen und wie man tötet. Am Tag des Unfalls entkam ich also mit diesen Fähigkeiten. Mit allem, was ich für meine Rache brauchte. Brent, ich verspreche dir, jedem Dealer, den ich finde, deinen Namen auf die Brust zu brennen. Niemand sonst wird so leiden müssen wie wir. Nein, Bruder. Niemand sonst. Aha. So, Entscheidung gleich. Und natürlich nicht mal die Neonkraft. Terzian, alles klar, Bruder? Was war los? Du warst gut, du warst gut. Komm schon, steh auf, steh auf. Sehr gut. So. Hey, du warst gut. Ich weiß genau, wo wir dieses Gesindel hinbringen. Dahin, wo Augustin sie nicht findet und sie niemanden mehr verletzen kann. Ey, nein, 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 nein. Sie erledigt einfach nur Drogendealer, Mann. Erledigt? Dachtsinn. Sie ermordet Drogendealer. Ich mache nichts anderes beim DUP. Das musst du tun, um die Akomisch zu Hause zu retten. Nein, Mann, sie bleibt in Freiheit. Nein, nein, niemals. Hey, ich weiß, du hast die gleiche Krankheit. Nicht Gabe, eine Krankheit.
Das heißt aber nicht, dass wir jeden Abschaum mitnehmen, dem wir begegnen. Ja, ja. Hey, ich werde dich nie im Stich lassen, okay? Ja, ja. Niemals. Lass mich jetzt scheinen. Aber die gehört in einen Käfig. Oh, hey! So. Ja, genau. Ableiten Sie Fetch und lösen Sie Fetch. Ja, ich spiele jetzt auf der bösen Seite, ne? Hä? Also wenn es hier böse auf L2. Egal. Auf jeden Fall ist es das hier. Und sie hat eine gewissenlose Killer aus ihr und lasst sich auf ihr Antikodik dann die Aktivisten aus. Hä? Moment, das hier war was? Nee, gut. Dann ist doch definitiv das. Also stimmt die Reihenfolge hier. Verleiten Sie Fetch, bestätigen. So. Wenn es um Conduits geht, dann entscheide ich. Nicht du, nicht wir, ich. Ach wirklich? Unser ungestümer, cooler Typ hier will also endlich Verantwortung übernehmen. Und wofür, hä? Eine Bioterroristin und Mörderin? Ich mag dich, Reg. Zwing mich nicht, dir deine hübsche Nase zu brechen. Wow. Gut. Wenn sie morgen einen Vater ermordet oder eine Mutter übermorgen, bist du derjenige, der das zugelassen hat. Oh ja, der ist jetzt ein bisschen pissig. Aber definitiv dann die richtige Entscheidung für meinen zweiten Durchgang hier. Ja. Reden wir. Ja. Jo, Jagd auf Fetch. Mission abgeschlossen. Oh, ist der Balken voll oder was? Fetch verleitet, ja. Sehr schön, ist rot. Oh, wen haben wir denn da? Ist das Conduit-Club-Treffen endlich vorbei? Ich wollte nur mit dir reden, okay? Rausfinden, ob sie uns helfen kann. Du spielst jetzt nicht die beleidigte Leberwurst, oder? Du weißt, ich hasse das. Du weißt, dass so jemand überhaupt nicht frei herumlaufen dürfte. Hast du vielleicht vergessen, wer auch so jemand ist? Das zählt nicht, du bist anders. Ja, ich weiß, ich bin dein Bruder. Und dein Bruder bittet dich um deine Hilfe, weil er versuchen will, zu überleben. Wenn schon nicht mir zuliebe, tu es für den Stamm. Schön, was brauchst du? Danke. Ich muss herausfinden, was diese neue Kraft sonst noch kann. Und du bist mein Mann, der die Kernrelais beschaffen kann. Bitte, richtig. Verschickt. Ah, da. Stamm und dir zuliebe. Danke. Was? Ich sage dir, was ich kriege. Ich will gar nicht wissen, was du kriegst. Bis dann, Mr. Leberwurst. Oh, Mensch, das DUP hat doch die Stadt mit diesen Leuchtkästen verschandelt. Ja, ich weiß. Ich glaube, damit können sie uns verfolgen. Ich glaube, ich kann die benutzen, um mehr Kräfte für mich abzuzahlen. Ja, vor allen Dingen. Ich wollte eine Neonkraft ausprobieren, die du mir überlassen hast. Ach, guck mal. Oh, Aktivisten. Ich dachte, vielleicht willst du ja mitkommen. Könntest mir das neue Zeug erklären? Ich habe mein Pensum an dreckigen Liedern für heute erfüllt. Also warum nicht? Ja, das ist mein Mut. Leck mich. Das ist mein Mädchen, ist an der leck mich. Ecke zweite und mehr. Ja, ich weiß, wo das ist. Wir sehen uns dort. Tja, ja, ja, ja. Ja, nice. Ein Rang höher. Endlich mal schon mal wieder Upgrades. Zum meistgesuchten befördert. Mhm. So. Fetch, das Ding ist hier. Schon gut. Ich stehe nicht so auf Conduit-Peilsender. Mach das allein. Jetzt wollen wir aber noch schnell, bevor wir nach Upgrades gucken. Da kriegen wir ja eh nur die Fähigkeiten, müssen wir nicht mit upgraden. Ja, also Kramerschuhe 5 kriegen wir auf jeden Fall locker flockig hin. Ist überhaupt kein Act. Habt ihr ein Mädchen gesehen? Sie ist todernst. So, ich hab Schüsse gehört. Ne. Sag doch, die Dinger können dich orten. Nein, ich glaube, das war nur eine Patrouille. So, schauen wir mal, das mal kurz hier. Genau, das hier geht eine Etage höher. Ja, sonst war ja hier nichts mehr. Ein Teil. Ah ja, okay. Nice. Der Teil der Energie wieder auf. Schnelles Entziehen. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Feuersalve. An der schnelleren Rate ist natürlich auch geil, ne? Was ist das? Ah, genau das gleiche wie jetzt hier bei dem guten Weg.
So, mehr geht da nicht. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch das hier und das hier. Neonstrahl auf Maximum. Da das und das. Jupp. So. Wieder alles, was wir jetzt machen können, auf Maximum. Und immer noch 12 Scherben über. Ja, cool. Ich habe ein Ding gefunden. Ich habe es gekennzeichnet. Siehst du? Eine Neonmarkierung. Ja, gefunden. Folge ihnen einfach. Moment. Machen wir gleich. Was? Au. Die Rauchkraft ist weg? Nein, ist sie nicht. Was nützt einem denn neue Kräfte, wenn man die alten dafür hergeben muss? Mei. So. Hä? Bin ich jetzt blind? Wo ist denn das? Hä? Ach egal, mal jetzt erstmal wieder die Fetched Hinweisen folgen. Genau. Ach da. Du nur Dealer ausschaltest. Dealer haben mir das Leben versaut. Mich zu Dingen gezwungen. Ihre Drogen. Schon klar, ich weiß. Aber solltest du nicht eher wütend auf deine Eltern sein? Auf Leute wie sie, für die Conduits nur Freaks sind. Passt. Sie haben dich doch in die Arme der Dealer getrieben. Meinst du Leute wie diese verdammten Lifeline-Aktivisten? Genau. Die schreien doch nach deinem Kopf. Outen dich. Ja, nimm geben das, dich du zum dreckiger Abschluss. Gifthändler-Abschau. Du hast es verdient. Machen. Hey, Smok? Du weißt, ich erledige nur wieder. Rette die Menschen vor den Drogen. Aber auch Idioten dürfen ihre Meinung äußern. Steht so in der Verfassung. Steht so in der Verfassung. Glaube ich nicht ganz, aber naja. So, nächster Strang. Ach, die Straße. Jupp. Bei dir alles klar? Ja, ja. Brauchst du noch Hilfe? Brauchen nicht, aber ich nehme sie. Hä? So, auf jeden Fall da hinten. Auch nochmal schnell eine Drohne. Ja. Okay, ich glaube, ich habe das nächste. Folge einfach den Markierungen. Na, wie war es, die Dealer umzulegen? Macht einen richtig heiß, stimmt? Ja, aber solange es so gut läuft, sollten wir uns um die echten Arschlöcher kümmern. Hast du es immer noch mit den Aktivisten? Sag ja nicht, denen das Maul zu stopfen, wäre doch das Ultimative. Nee, shit. Das war jetzt was klar. Ich will doch nur diese dämliche Drohne hier. Oh, Moment. Okay, ich glaube, ich habe das nächste. Folge einfach den Markierungen. Alles klar. Na, wie war es, die Dealer umzulegen? Macht einen richtig heiß, stimmt? Nein. RIP. Ich spare mir nur meine Kraft für die echten Arschlöcher. Hast du es immer noch mit den Aktivisten? Sag ja nur, denen das Maul zu stopfen wäre, du sagst, das ultimative High. Ja, ja. Okay. Besorg dir einfach noch ein paar Kräfte. So, einmal da, hier. Ach, da bin ich letztes Mal ja auch stehen geblieben. Dein. Gut, die eine haben wir. So, genau nebeneinander. Das muss ich auch mal hinkriegen. Das fühlt sich gut an. So, genau, hier war das eine.
Ach da, genau, stimmt, da hinten. Da war das Teil. Servus. Da ist es. Na los, hol dir deinen Kräfteschock. Kräfteschock. Bam. Und so. Du zuerst. Nee, das müsste ich sein. Flip, flip, flip. Da hoch, da hin. Da unten. Also langsam sollte ich ja wieder normal werden, genau, danke. Da. Wollen wir da noch fix das letzte oder vorletzte? Sieh an, Fetch. Du erweiterst offenbar deinen Horizont. Sind da jemandem die Drogendealer ausgegangen? Diese Lifeline-Idioten gingen mir auf den Sack. Aber ich habe keinen umgebracht. Nur eine Laserbehandlung verpasst. Ja, klar. Laserbehandlung. Das hat dir gefallen, gibst du. Gibst du die Aktivisten fertig zu machen, war schon ein Kick. Vielleicht können wir das nach deiner Kräftejagd nochmal tun. Da. So, da. Jupp. Alles klar. Höp. Boah, das dürfte jetzt hier das Ultimative da sein. Soweit ich es noch weiß. Ja. Kaboom. Ah. Sehr schön. Kommt aber echt geil, ey. Das müssen wir so langsam mal weniger vibrieren. Weil sonst hier habe ich ein Problem. Mit meinem Akku. Controller. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Über diese verdammten Lifeliner. Ach ja? Ja, So. Haben wir hier was Neues? Ja. Tödliche Stase. Ah ja. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall Maximum. Das ist eins, was klar ist. Und dann nehmen wir einfach jetzt noch das hier. Genau. Endlich mal weniger Scherben. Passt. Mir doch jetzt das Leben schwer. Vielleicht wird es Zeit für eine Abreibung. Hey, wenn es soweit ist, ich gern mit dabei. Klar, das. So, was haben wir jetzt hier noch? Zwei Scherben Drohnen. Gut, momentan sehe ich nur eine. Da haben wir gar nichts mehr. Ja, zwei. Also doch da, eins, zwei. Okay, alles klar. Ja, was soll's. Holen wir die eigentlich schon mal? Den Bestatter. Ich ruf dich an, wenn sich was ergibt. Na, außer mir gerade das hier, wenn ich schon hier bin. Ja, ist ja ein abgeschlossenes Werdelicht. Na? So. Ah ja. Sehr schön. Da ist jetzt nämlich die erste Mission wieder mal. Für, oh, Straßenmusiker. In der Hoffnung, dass ich da mal endlich... Oh, das ist ja jetzt ein Witz, oder? So,
Ist der hier? Nee. Ich sollte ja nächstes Mal normal hinlaufen oder so weit. Ach ja, ist er da oben wieder. Schade, komme ich da so hoch? Ja. Da. Genau, passt. Neon. Nehmen wir es immer lieber da. Ne? Ne, da nicht. Machen wir hier. Optimal. So, dann da schon mal hin. Würde ich meinen. Ach, guck mal, Polizisten. So. Ganz da hinten irgendwo. Flup. Gehen wir natürlich schon mal zu der bösen Seite der Macht. War das gerade die UP? Ja, ne? aber keine Zusatzdinger mehr. Von wegen hier böse. Schade. Hui. Ja, das ist schon wesentlich besser. Da ist die Platin immer weit, ja? Ah, da ist auf jeden Fall die Mission. Rip. Tada. So, aufstocken können wir glaube ich eh nichts mehr groß, oder? Das würde noch gehen. So, jetzt haben wir noch zwei. Ne, das da oben ist voll, da ist auch voll, ja. Ist ja nur noch Neon zu verbessern. Nämlich genau noch dieses hier mit. Tödliche Stasi. 8 Scherben noch. Ach ne, hier ist auch noch. Ah. Schuhe 5 Maximum. Brauchst du da? Okay, alles klar. Gut. Dann höre ich an dieser Stelle erstmal auf und dann, wie man es jetzt hier vielleicht schon erraten kann, geht's in der nächsten Mission weiter hier mit dieser roten Mission. Anstatt hier beim letzten Mal, beim ersten Durchlauf haben wir die hier gemacht. Na, ganz klar, wir spielen jetzt hier böse, also kommt die da. Und ja, schauen wir einfach mal. Kenne ich ja selber noch nicht. Gucken wir mal, ne? Bis dahin wünsche ich euch Matt. Schönen Abend noch. Haut rein. Servus und ciao.